Please listen carefully. Ja, wir sind hier im alten Schwimmbad in der Grundschule auf der Schanz. Viele aus meiner Generation haben hier das Schwimmen gelernt und ich denke, es wäre perfekt, wenn wir das Bad wieder herrichten würden und dass dann möglichst viele Kinder hier wieder das Schwimmen erlernen können. Ja, es ist perfekt deswegen, weil es diesen Klassenzimmercharakter hat. Also die Kinder sind nicht abgelenkt von anderen Schwimmgruppen. Es hat die perfekte Tiefe auch. Das heißt, es wäre mit wenig Aufwand, wenig Personalaufwand, wäre es möglich, hier Kindern das Schwimmen beizubringen. Ich habe den Antrag bereits gestellt. Ich werde weiter dafür mich ins Zeug legen, dass dieses Schwimmbad wieder zum Leben erweckt wird. Hallo, mein Name ist Jakob Schäuble. Ich bin Kreisvorsitzender der FDP Ingolstadt. Bin aber auch Vater von drei kleinen Jungs. Zwei davon haben schon schwimmen gelernt und da habe ich auch kennengelernt, wie schwer es ist, Wasserzeiten zu buchen für Vereine, dass das überhaupt nicht selbstverständlich ist, dass diese Wasserzeiten garantiert sind und dass es in Ingolstadt da viel zu wenig davon gibt. Deswegen unterstütze ich den Antrag von Karl Ettinger, unserem Stadtrat, dass wir hier das Schwimmbad wieder in Betrieb nehmen. Also, ich bin Jenny de Klerk, bin aus Ingolstadt. Ich bin Schwimmlehrerin und Sportlehrerin und mein Leben ist Wasser, deswegen muss hier unbedingt Wasser rein. Und es geht darum, dass wir dieses Bad wieder zum Leben erwecken wollen, aus folgenden Gründen. Es ist einfach wichtig, dass Kinder schwimmen lernen. Es können immer noch zu wenig Kinder in Deutschland schwimmen. Ich erlebe es in meiner Schwimmschule, dass A, zu wenig Wasser da ist oder die Kinder zu wenig Möglichkeiten haben, schwimmen zu lernen in einem Alter, wo es angebracht ist.